Nee. Balu, verarschst du mich? Jedes Mal, wenn ich anfange zu reden, fängt er an, mit der Kastanie zu spielen. Was machst du denn? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mein Want-to-Read für den November 2017 für euch. Es sind eigentlich wie immer 5 Bücher und ich lege direkt mal los. Das erste Buch, das ich gerne lesen würde, ist von Genevieve Cockman, Die unsichtbare Bibliothek. So sieht das gute Stück aus und es geht um Folgendes. Die unsichtbare Bibliothek, ein Ort jenseits von Raum und Zeit und ein Tor zu den unterschiedlichsten Welten. Hier werden einzigartige Bücher gesammelt und erforscht, nachdem Bibliothekare im Außendienst sie beschafft haben. Irene Winters ist eine von ihnen. Ihr aktueller Auftrag führt sie in ein viktorianisches London, wo eine seltene Version der Grimmschen Märchen aufgetaucht ist. Doch was als einfacher Einsatz beginnt, wird nur allzu schnell ein tödliches Abenteuer, denn Irene ist nicht die Einzige, die hinter dem Buch her ist. Und die anderen Interessenten gehen über Leichen, um zu bekommen, was sie wollen. Klingt gut, finde ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Balu! Also wenn ihr Katzen habt, dann kennt ihr das bestimmt. Sie sind super süß und ich finde es super süß, wenn sie spielen, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie warten auf einen Moment, wo es total ungünstig ist, Krach zu machen, um ihn dann zu machen. Aber na gut, ich versuche es einfach mal weiter, wenn sie nicht aufhören, muss ich später weitermachen. Weil ich will sie natürlich auch nicht rausschmeißen oder so. Mit ein bisschen Glück kicken sie es aber gleich unters Regal und müssen warten, bis ich es ihnen wiedergebe und dann kann ich die Zeit nutzen. Zeigt euch das mal kurz. So sieht das aus, wenn meine Katzen spielen. Ich kann leider nicht ranzoomen. Da bin ich wieder. Ja, ich bin super gespannt auf das Buch. Hab mir jetzt vorgenommen, es zu lesen, weil ich erstens gerne die Geschichte erfahren möchte und zweitens, das Buch ist von einer guten Freundin ausgeliehen und ich würde sie gerne dieses Jahr noch zurückgeben. Es ist der erste Teil einer Reihe und wenn mir das Buch gefallen sollte, dann werde ich mir den ersten Teil auch selber nochmal holen und werde natürlich die Reihe auch weiterlesen. So. Das nächste Buch, das ich mir vorgenommen habe, ist von Diana Sbiotta, Glorreiche Tage. Das Buch sieht so aus und hat folgende Geschichte. Als das verkannte Musikgenie Nick eines Tages spurlos verschwindet, setzt seine Schwester Denise alles daran, herauszufinden, was passiert ist. Diana Sbiotta erzählt die Geschichte des ungleichen Geschwisterpaars und entwirft einen klugen und berührenden Roman über Familie und unbedingte Liebe. Über die Unzuverlässigkeit des Erinnerns und den Drang, etwas zu erschaffen, was bleibt. Ich freue mich total auf das Buch, einfach weil ich denke, dass es auch sehr musiklastig ist. Ich habe das vor, oh, ich weiß nicht, 2, 3 Monaten im Jokers für nur noch 5 Euro gekauft. Und ja, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch und freue mich darauf. So, dann die nächsten 2 Bücher, die ich diesen Monat gerne lesen möchte, dienen zur Reihenbeendung. Und zwar geht es hier um Nightmares, die Stadt der Schlafwandler und Nightmares, die Stunde der Ungeheuer. Beides geschrieben von Jason Siegel und Kirsten Miller. Ich sage immer Kirsten, warum auch immer. Das sind Teil 2 und Teil 3 einer Trilogie, wie gesagt. Ich lese die Klappentexte jetzt mal lieber nicht vor, damit ich nicht irgendwie aus Versehen euch oder mich spoiler. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Bücher und freue mich sehr drauf, weil den ersten Teil, den habe ich sehr, sehr gemocht und ja, ich freue mich, die Reihe zu beenden. Und last but not least, ebenfalls ein Buch aus meinen Neuzugängen, das ich jetzt auch unbedingt lesen will, weil ich einfach sehr, sehr neugierig drauf bin. Und zwar geht es um Mirror Mirror von Cara Delevingne und Rowan Coleman.
Ich lese euch auch hier mal vor, worum es geht, greife aber hier auf diesen Text zurück, weil hier hinten steht nicht viel. Red, Leo, Rose und Naomi sind Außenseiter. Red hat eine alkoholabhängige Mutter und einen Vater, der nie da ist. Leos Bruder übt einen schlechten und gefährlichen Einfluss auf ihn aus und neigt zur Gewalt. Rose klammert sich an Jungs und Drinks, um alte Wunden zu betäuben. Naomi läuft von zu Hause weg, um eine Freiheit zu erlangen, die sie nirgendwo sonst finden kann. Sie sind allein gegen den Rest der Welt, bis sie durch ihre Band Mirror Mirror ihre eigene Familie gründen. Den einzigen Ort, an dem sie sie selbst sein können. Dann verschwindet Naomi und wird halbtot in der Themse gefunden. Sie kämpft um ihr Leben. Und zu allem Übel glaubt die Polizei auch noch, dass sie sich das selbst angetan hat. Ihre Freunde sind am Boden zerstört. Sie waren dazu bestimmt, aufeinander Acht zu geben. Wie konnten sie die Alarmsignale übersehen? Wie gut kennen sie Naomi wirklich und einander? Doch als eine Reihe von Hinweisen die Gruppe vermuten lässt, dass alles anders ist, als es scheint, müssen Red, Leo und Rose sich ihren eigenen dunklen Geheimnissen und Ängsten stellen. Es ist ein Weg, der ihre Welt erschüttert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war, denn wenn ein Spiegel einmal zerbrochen ist, kann er nicht repariert werden. Ich finde einfach, das klingt unglaublich gut und ich bin sehr gespannt und eigentlich auch sehr optimistisch, dass was Gutes draus gemacht wurde. Erstens traue ich Cara Delevingne oder Delevingne zu, dass sie da was Gutes draus gemacht hat und zweitens allein die Tatsache, dass Ron Coleman mitgeschrieben hat. Also ich bin sehr gespannt auf das Buch, aber bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass es ein richtig gutes Buch ist. So, das war mein Want-to-Read für den November 2017. Ich freue mich auf alle Bücher, hoffe natürlich wie immer, dass ich alle Bücher schaffen werde und bin super neugierig drauf, welches der Bücher ihr schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Außerdem könnt ihr mir wie immer gerne verraten, welche Bücher ihr euch für den November vorgenommen habt und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bye, bye!